Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Scriblio. Heute wieder mit der bezaubernden Judith und den Philipp. Moin moin. Moin moin. Hallo. So, los geht's. Ach ja, Zitrone, Vitamin und so. Vitamin, genau. Fitamin. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt rauskommt. Ich glaube, die kommt diesmal auf den Montag raus. Bin da irgendwie mit den Zeiten, wollte ich schon sagen, mit den Let's Play irgendwie durcheinander gekommen, weil ich einmal in irgendeiner Folge, ich glaube bei Die Sims 4 erwartet, da hatte ich 4 Folgen statt 3. So kam ich damit durcheinander. Deswegen nicht wundern, dass jetzt mal ein bisschen Let's Play durcheinander kommt. Ich bemühe mich, dass ich das bald wieder auf die Reihe kriege. Ja, dann gibt es was halt eine Bonusfolge oder so. Ja, genau, genau. Oder lass den Rest ausfallen. Nein. Rest der Woche nischt. Nein. Was ist das denn? Oh, ich schreibe ja gar nicht. Mhm. Ich auch nicht. Oh, ein Videorekorder! Nein, Betamax-Rekorder. Betamax? Mit U. Ubuntu, nein. Du, Frau, du. Keine Ahnung. Hä? Ach. Was? Ich weiß gar nicht, wie die geschrieben wird. Ach, war richtig. Okay. Also. Mutter Monika. Genau. Ja. Also. Ja. In der Mitte ist ein bisschen falsch gewesen. Ja, ich da weiß. Mit H. Ach so. Ah, ja. Ihr meint mich. Ja. Ach so, er meint dich. Mundharmonika. Was ist das Ding? Ja, es ist halt ein. Oder es ist halt ein kleiner Mensch. Das weiß man natürlich nicht. Das. Oh, jetzt kommt endlich der Magnetresonanz-Fotograf. Ja, genau. Tomograf, genau. Ja, nee, oh, das wäre jetzt gemein für Judith eigentlich, aber. Nee. Na, so natürlich jetzt nicht. Das ist es nicht. Genau. Oh, ohne T. Was? Was ist das? Ach, du verlierst. Ist, glaube ich, falsch geschrieben. Ja, Judith hat schon verloren. Nein, was? Gar nicht. Die verliert doch nicht. Höchstens mal ein Gewicht oder so. Ja. Was ist das? Ja, nee. Es sieht böse aus. Ist es auch. Nein, das ist der Tod. Na, nah dran. Was? Nein. Nicht jetzt? Na dran. Wie ach, heißt der denn? Ach, ist es hier... Nein, ich will das wissen. Wie Jack, heißt der? Jack Skellington. Nee, wie heißt der? Jack? Joker. Also gut, mal, ich gebe euch mal noch einen Tipp, weil er sieht so scheiße ausgemalt von mir. Aber guck mal. Mann, ich weiß nicht, was das ist. T-1000? Ich weiß nicht, was das ist. Warte mal, T-1000? Ach. Wie auch. Tipp. Komm mit mir, wenn du leben willst. Aber das sagt dir nichts, Judith. Ach. Wie, das kennst du? Oh mein Gott. Ich hab dich schon mal gehört. Ach, schön. Sieht so aus? Nee. Wie nicht? Ach, mach mal das hier. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ja gut. So, mach jetzt mal hier so. Pobacken. Nein. So. Lange Beine.
Küssen? Küssen verboten. Küssen. Also eigentlich, Ach. Nee. Die roten Haare. Die roten Haare. Oh, ja, ja, komm noch, komm noch. Love Story. Mhm. Ja, so ein bisschen, ne? Ist es aber nicht. Nicht? Nein. Weißt du doch nicht. Warum ich habe es geschrieben. Telenovela ist auch schön. Telenovela wäre auch eigentlich auch nicht schlecht. Oh. Das ist natürlich total verkackt. Aber gut. Man weiß ja, um was es geht hier. Da. Es kann so aussehen, es kann aber auch härter aussehen. So streitmäßig, aber es ist Liebe dahinter. So. Ist ab 18 oder wie? Nein. Achso, vielleicht könnte man hier noch ganz wichtig. Hallo. Na klar, muss ich weglassen können. Ein Tipp noch, es sind nur noch. Ja, die Beutel in der Hose fallen. Gar nicht. Mann, du. Er hat da sein Handy in der Tasche. Ja. Ja, zum Beispiel, viele Südländer haben es. Es ist nicht nur so, oh, schön Liebe, sondern es ist so, ich liebe dich. Mann. Temperament. Ja, aber. Die Wolle in der Hose oder was? Leidenschaft. Ja, Leidenschaft. Vor allem so, ist es so mit der Faust so, ja, ich liebe dich, Mann. Komm her jetzt. Ach du meine Güte, das andere kann ich alles nicht. Ach Leute. Aber ich kann es. Ja, ich kann es nicht. Was soll ich denn machen? Du kannst es nicht und das erste, was ich jetzt schreibe, wird das Richtige sein. Ein Frosch. Bonbon. Was ist das denn? Das ist jetzt die Schkurze. Ach, ist das hier so eine... Nee, das ist nicht so eine Tröte, ne? Aber du es auch exakt bis zum Ende malen musst, ne? Nee. Nein. Das ist eine Knallerbse. Also. Was ist das denn hier? Luft? Hallo. Luft, Wasser? Könnt ihr mal raten? Einfach, es ist doch so einfach. Kann ich das grün ja, machen? Ja, wenn man es weiß. Nicht geschlossen? Nee, es könnte geschlossen sein. Yeah. Ja, jetzt weiß ich. Ach, jetzt weiß ich, was es ist. Ja, jetzt weiß ich. Nein, was? Wie, nee. Das ist vielleicht eine Schlange mit Bulimie? Ja. Nein. Es ist ganz einfach. Wo ist denn der Wasserhahn zum Beispiel? Boah, der Wasserhahn ist doch hier. Guck mal. Ich habe doch schon geschrieben. Gartenschlauch, Wasserschlauch. Ja. Ein kurzes Wort. Nur ohne Garten und so. Und Schläuchchen. Und Wasser. Schläuchchen. Nur ohne Garten und Wasser. Dann war's richtig. Ja. Ja. Schnell. Ach, verdammt. Schlauch. Vor allem der Hahn geht zum Wasserschlauch. Nicht umgekehrt irgendwie, nein. Den habe ich ja nachträglich noch drin gebraucht. Tja, also Judith. Was macht denn die Frau? Soll nicht zwangsläufig da dran sein. Kann doch auch eingerollt sein. Aber dann kommt kein Wasser raus. Das ist richtig. Deswegen war ich auch so verwirrt. Verwirrt. Ja. Das ist ein Spielstein. Salami, ja, ganz genau. Nein, es ist ein Schlüsselloch. Siehst du das denn nicht? Mit Augen. Es ist ein rothaariges Schlüsselloch. Es ist ein Alien. Nee, es ist kein Alien. Dann schreib's doch mal. Achso, machst du ja. Das ist ja wurscht. So, dann. Ja, gut. Ja, können wir das machen. Die Brüste fehlen. Das ist ein so, ich dachte jetzt im Alter so riesen Dinger ran. So riesen Ballons. Bift.
Nee, das ist zu lang. Die Mona Lisa. Hm. Wer ist denn rothaarig gewesen? Ja. Manne, was ist Parmigiane in Japan? Parmigiane. Hm. Oh Gott, ja. Nein, das mache ich aus Prinzip nicht. Warum? Ich mal jetzt nicht den Coronavirus. Ach so. Weil da irgendwie Virus stand. Achso, ich kann ja hiermit kann nichts mehr machen. Warte mal. Ja, guck mal wieder, den Kranstrich, ja. Oh, echt? Aber den krieg ich auch nur einmal hin. Okay, es ist auch ein bisschen doof geworden. Aber na gut, macht nichts. Oh. Ich habe, glaube ich, zu groß angefangen. Egal. Obwohl, nee, den kann ich ja hier. Haha, kann ich ja in der Farbe machen. So. Ist jetzt ein bisschen, ja. Ne? So. Achso, ja, und ganz wichtig, es geht halt hier rum, ne? Ja, kannst du mal gucken, was ich falsch mache? Ja, also ohne Kronen. Echt? Ja. Oh. Meine Kerzenkronleuchter ist auch ein bisschen lang gewesen, ne? Kerzenleuchter? Ja. Schwachsinn. Nicht? Wie jetzt? Aber halt Federmäppchen, weißt du? Ja, Entschuldigung, so hab ich mir nicht ausgesucht. Ja und? Aber was ist erraten? Hallo? Lass mich. Hallo? Ich kann das nicht. Sind damals die Schlampertasche. Ich brauche. Schlampertasche ist auch schön, ja. Ich brauche irgendwie. Motivation, hast du gut gemacht. Schokolade? Nein. Hilfe. Hilfe? Ja. Du hast was ausgesucht, was du nicht kennst. Doch, aber ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Versuch's. Du hast doch ein Bild im Kopf. Mal das 1:1 nach. Wenn das mal so einfach wäre. Mhm. Mhm. Also erstmal male ich das mit. Ich weiß gar nicht, ob das. Nee, ich glaube, das ist falsch. Ein Kreuz? Die Schweiz? Und dann gibt es noch so. Roter SpongeBob? Nee, und dann gibt es noch so. Gleiszug. So, man soll ja schreiben, nicht raten. Mhm. Zug mit einem Kreuz drauf. Nein, das ist ein. Bus. Ja. Mhm. Und die fahren da lang. Und das ist. Aber das ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Das ist hier, glaube ich, falsch, sondern. Oh Gott, tut mir leid. Also der Bus ist wunderschön geworden, war so nebenbei mal. Ich meine, der sieht aus wie bei uns hier in der hier in der Stadt, eigentlich 1:1. Die BVG-Busse bei uns. Die sehen genauso aus. Halt so, dass. Eine Kreuzung. Nein. Tut mir leid. Irgendein Fußballfan? Ich habe keine Ahnung. London. Nein. Das war eine rote Telefonzelle. Eine Telefonzelle sollte das sein. Ach Mann, ich wusste nicht. Das waren auch entweder London oder Schottland. Toll, ne? Ja, wow. Man super. Doch bei Schottland, genau. Achso, da hättest du gewusst, was du malst, ja? Nee. Ja, siehst du.
Guck mal, jetzt kommt die Schweiz. Jetzt sind die Berge. Ja. Die roten Berge, genau. Oder ein Krokodil. Naja, Alpen glühen, ne? Ja, wenn die Sonne untergeht. Aber da liegt keine Frau, oder? Stimmt. Woran du denkst, ne? Ich hätte jetzt ein Krokodil gedacht, weißt du? So die beiden Äugchen. Aber wieso schreibe ich das eigentlich nicht? Ja, eben. Nee, das ist es nicht. Ich will auch. Ein Krokodil. Ein Krokodil. Sehr schön, Judith. Nee, oder? Rote Lippen soll man küssen, ne, und so. Ja, ja. Ja, ja, träum mal weiter. Du küsst dir ja nicht mehr. Mach ich das so oder mach ich das so? Ich mach das so. Wenn sich die aus der Froschkönigin sich das auch gedacht hat. Das kann gut sein. Wenn ich der Frosch gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Nein, es ist keine Pizza. Diesmal. Danke. Das sieht aus wie irgendein Zeichen. Oh, jetzt komme ich schon wieder. Oh mein Gott. Ja, wir sind halt nicht viel Personen, da kommst du öfters mal dran. Okay. Na gut, wenn es denn sein muss. Ja, genau. Ganz toll. Wieder ja, das ne? Rosa Schweinchen. Das rothaarige rosa Schweinchen. Mit Halbglatze? Mit Hörnern? Was ist denn da los? Ja. Dachte gerade, ich habe mich vertippt. Hey, war mit Musik hören gar nicht mal so weit weg. Das stimmt. Oh Gott. Ich höre aber nur Podcast. Ups. Das sollte eigentlich jetzt grün werden, aber gut. Also. Okay. Baum. Nee, ist zu lang. Ist doch ein Baum. Aber das wird ja ein Foto, wird das. Na, aber. Boah. Ne? Wie gesagt, ja. Besser kann ich es nicht fotografieren. Ne? Klar. Nee. Hinten sogar ein kleiner See. Ja, das ist eigentlich fertig. Nee, echt jetzt? Okay, das Größenverhältnis stimmt zwar nicht ganz, aber. Mammutbaum. Ich gebe euch mal einen Tipp. Mhm. Ein kleiner Baum, was ist das? Ein Bonsai. Nicht? Doch, kleine Bäume sind doch Bonsai. Wie heißen die denn? Bonsai? Ja. Gut, dann wird jetzt auch erratet, es gibt einen Präsidenten, der auch so heißt. Das ist ein sehr schönes Gebüsch. Das sieht aus wie ein Baum. Also echt. Ja, ein kleiner Baum. Busch. Oh Gott, wie meinten das jetzt am besten? Achso, ein bisschen kleiner vielleicht. So. Mal schauen, ob ich das so hinkriege. So ein bisschen 3D-mäßig angehaucht. Oh Gott. Ich kann sowas gar nicht. Ne? Ich mach mal jetzt hier, warte mal, machen wir mal blau. Steht hier rot. So irgendwie, keine Ahnung, das nicht. Eigentlich gleichmäßiger. Ich hinten dann vielleicht nochmal sowas in anderen. Mhm. Judith total begeistert. Aha, kenn ich nicht. Lass mich in Ruhe damit. Dann fahren hier so. Achso, man soll nicht reden.
Sorry, Judith. Hm? So, hier ist auch sowas. Ja, jetzt fange ich ja doch an, irgendwie von oben zu malen. Macht nix. Ist das ein Auto? Mhm. Ja. Genau so sieht auch unser Auto aus. Ja, geht halt hier so lang. Und geht halt um das hier alles. Achso, meistens ist hier auf dem Boden Blut. Ja, genau, graues Blut. Wasser? Hä? Hier ist sowas, da werden sie abgeschleppt. Nee, nicht abgeschleppt, sondern durchgezogen. Durchgezogen? Hm? Waschstraße? Warum ist denn da rot? Naja, das sind doch da diese Dinger, die das Auto waschen, Mann, oh, lass mich. Und die haben ja auch verschiedene Stärken, ja. Ach so. Deswegen, und ich wollte jetzt nicht alles blau machen. Ja, alles blau, Grüße gehen raus. Raus. Was ist? Ach so, ich kann ja immer hier. Oh, ist ein Gummihammer. Nein, ich kann Gummihammer. Nein. Muss ich es zensieren? Nein. Nicht so lang. Hä? Oh, Leute. Okay, das muss man definitiv zensieren. Nein. Nee, ist das zu lang. Manu. Oh Gott. Judith, das Loch muss deutlich kleiner machen. Oh, ja. Ach. Gott. Klar muss ich das zensieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Mann. Ich hab das extra schön gemalt mit dem Loch. Ich glaube. Oh Gott, okay. Hm? Ich glaube also nicht sagen, was es war. Ich glaube, ich zensiere es wirklich mal. Ich krieg dann bestimmt eine Nachricht. Was war das denn jetzt nun? Manu, was hat sie denn da gemalt? Hä? Wie hä? Was ist das? Heißt wie bitte? Wie bitte? Das ist schön. Ich weiß, was das ist, aber... Ja, ich hab's noch hin. Hab ich schon. Oh. Hab ich schon, ich muss es nicht mehr. Man macht immer kleiner als den hier. Oh, so. Das ist doch eine Lupe. Richtig. Ja, passt aber nicht. Hast du dich verguckt? Mit der Lupe? Nee. Was ist es denn? Irgendwas mit I an vorletzter Stelle. Wie sie gewinnen will, ne? Du gewinnst doch sowieso, sei doch ruhig. Nein. Doch. Ich gewinne nicht. Nu, was ist... Guck mal, Judith, wenn du durch eine Lupe guckst... Ja. Was ist denn das, worauf du denn guckst? Was ist es denn? Was ist es denn? Dann ist es groß. Ein Objekt. Nee, ich meine das, was unter der Lupe ist, nicht was du in der Lupe siehst. Unter der Lupe? Nee, das was du vergrößerst. Ja. Also ist das, was du vom Boden denn vergrößerst durch die Lupe? Was ist es? Vergrößert. Ja. Ich weiß es auch gerade nicht. Winzig. Ach, das ist winzig. Aber dafür ist der Punkt ziemlich groß. Muss ich aber auch sagen. So. Ach, Judith.
Ja, du hättest einen kleinen Punkt mal müssen. So. Sonst freust du dich auch nicht darüber über mal ganz kleine Sachen. Ja, echt, was ist da los? Ich freue mich nur über große Sachen. Achso. So. So. Dann. Du magst doch auch eine ganz kleine Tafel Schokolade. Ja, sogar ein Stück Schokolade. Siehst du. So. Ja, so. Er hat wieder Probleme mit den Beinen. Lass ihn. Ja, ich weiß auch nicht. So. Und jetzt. Schlagwort vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Achso, hier, dat Musik. So. Nein, das ist ein. Ganz ausschlaggebend eigentlich. Yeah. Yeah. Siehst du, Judith hat gewonnen, sag ich doch. Ja. Alter, die ganze Woche gewonnen, wa? Oder beziehungsweise letzte Woche und heute. Mit dem Feierabend. Ja, das ist klar. Jetzt ist sie glücklich, die Frau. Was ist da los? Also, das ist unglaublich. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Unglaublich, ey, die Frau gewinnt nur. Winzig. Ja, das ist echt eine winzige Leistung. 8. Klar muss ich das zensieren.